lässt sich solche Chancen nicht entgehen. Der Monitor sitzt von mir aus gesehen ganz rechts und auf der anderen Seite ganz links Trainer Hernandez im weißen Pulli mit einem Handtuch vor sich. Meinst du mich? Ich sag überhaupt nichts. Im Finale gegen Anna Kournikova. Drei Spielgewinne in Folge für Martina Hingis. Auf der Linie. Der ist zu gut. Nur 40, noch vor. Und auch der ist gut. Da gibt's noch Beifahrt.
diesen Rückhandball. Sieht man auch nicht allzu häufig. Ein Zweiter Matchball für Martina Hingis. Gut. Was für ein Ballwechsel zum Abschluss dieses Halbfinals. Martina Hingis war heute, und das sieht man ja auch am Resultat, die eindeutig bessere Spielerin. Arantxa Sánchez Vicario, wie immer, eine faire Verliererin. Sie begann stark gegen eine Martina Hingis, die noch ihren Rhythmus suchte. Aber dann wurde die Schweizerin immer stärker und gewann schließlich ungefährdet mit 6:4 und 6:0.